Bonjour aus dem ICE International. Bahn für Europa, das ist der ICE 3 in der Europalackierung. Wir stehen hier gerade in Aachen Hauptbahnhof und fahren den ICE International nach Köln Hauptbahnhof. Und von da aus geht es dann weiter bis nach Frankfurt, der ICE 11. Und dann würde ich mal sagen, nachdem wir einen Screenshot machen, steigen wir ein. So, dann gehen wir einmal hier zum Schaltschrank. Schalten uns die SIFA an, die PZB, die LZB, der Schrank wieder zu. Die Scheibenlounge aufgetönt, ein bisschen Lüftung können wir uns reinmachen. So, dann einmal die AFB freigeben. Machen die Beleuchtung im Zug an. Wir haben noch ein Minütchen und warten. So, wir klicken zweimal auf UD, bestätigen hier die Zugeinstellung und wechseln auf Frankfurt am Main Hauptbahnhof, bestätigen das Ganze zurück ins UD. Was auch immer das heißen soll, ich kann es nicht genau sagen. Gehen in die Zugabfertigung hinein, sehen, die ganzen Türen sind noch offen. So, die PZB ist soweit an, Fahrtrichtungswende ist in Vorwärtsstellung, Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Das alles passt soweit. Die AFB können wir schon mal auf 40 setzen. Mit 40 dürfen wir nämlich ausfahren. Wir geben den Schließbefehl. So, eine Tür ist noch offen. Die Tür 14. Da ist wohl noch unser Zugbegleiter oder unsere Zugbegleiterin bzw. Zugchefin. Na? Geht die Tür jetzt auch noch zu? Oder ist sie schon zu? Es wird dann vielleicht einfach nur so angezeigt. Ja, alle Türen sind zu. Hier vorne haben wir noch eine 187 rumstehen. Talent 2. Dosto 363. So, alle Türen sind zu. Zurück ins Grundbild. Bremsen lösen und Leistung aufschalten. So, noch ein bisschen Leistung mit dazu. Wir befreien uns aus dem restriktiven Modus. Und ich würde sagen, eigentlich können wir noch ein bisschen mehr Bewölkung vertragen, oder nicht? Ja, sieht doch ein bisschen besser aus so. Ab hier sind es dann 100, natürlich erst, wenn unser gesamter Zug dann vorbeigefahren ist. Wir können schon mal den Leistungshebel zurücksetzen. Die AFB auf 100 setzen. Und dann würde ich sagen, jetzt können wir die Leistung aufschalten. Wir wollen ja nicht, dass unsere Fahrgäste im ICE International hier weitere Verspätung haben. Wir sind heute Morgen pünktlich abgefahren in Brüssel, so gegen 6 Uhr vermutlich. Sind hier um 7.40 Uhr in Aachen angekommen. Und dann geht es gleich weiter um 8.13 Uhr in Köln. Und von da aus ist es dann nochmal so, ja, 1,5 Stunden, glaube ich, bis nach Frankfurt über die Schnellfahrstrecke Rhein-Main. Von der sich ein paar Leute gewünscht haben, dass sie in den TSW 3 kommt. Ich gehöre allerdings nicht zu denen, weil es meiner Meinung nach nur eine ja, vergleichsweise langweilige Rennstrecke ist mit den gleichen Zügen. Insofern. Vorbei an Rote Erde. Ja, FPS-technisch ein bisschen schwierig hier. Liegt vielleicht an meinen Einstellungen.
Vielleicht muss ich ein bisschen mit dem Level of Details, beziehungsweise mit dem mit der Grenze, wo Gegenstände geladen werden, ein bisschen zurückgehen wieder. Denn ihr seht die Bäume zum Beispiel, die ploppen gar nicht mehr. Das ist jetzt mit meinen Grafikeinstellungen so in der Engine verändert, dass die Bäume tatsächlich von recht weit weg schon in ihrer Form mit größter Detailschärfe halt geladen werden. Das ploppt halt dann nicht, aber dafür ist halt eben der Nachteil, dass das so ein bisschen natürlich auf die Performance geht. Aber ich finde, das lässt sich gerade eigentlich noch ganz gut aushalten. Wir dürfen schneller fahren. 140, habe ich gar nicht gesehen. Also wir sehen, der Hauptschalter ist an. Wir haben 15 kV Oberstrom. Können die Stromsysteme auch wechseln. Also, ne? Können hier zum Beispiel ins SBB-Netz wechseln, in das niederländische Netz, in das Netz der von Belgien mit 3 kW und 25 kW. Nicht Watt, sondern Volt, Entschuldigung. Watt ist natürlich Schwachsinn. Und wir können in das der SNCF wechseln, die 1,5 kV. 25 kV und 25 kV auf den LGV-Strecken. Entsprechend werden auch die Pantographen hoch und runter genommen, die jeweils dazu passen. Ich weiß nicht ehrlicherweise, ob das hier beim ICE auch tatsächlich so ist, dass er die Pantographen auch wechselt. Also ob das dahingehend weiter implementiert ist oder nur halt dieses Menübild ist. Bin ich sicher, würde ich jetzt aber auch bei dieser Fahrt nicht ausprobieren wollen, zumal wir ja nur in Deutschland unterwegs sind und entsprechend mit dem richtigen Stromabnehmer unterwegs sind. Hier haben wir dann, glaube ich, das hier müsste dann vermutlich das sind dann vielleicht so die Sicherheitssysteme, die Sicherungssysteme der Niederlande, oder? Ich glaube schon. Und beim ICE 3MF, das ist dann der ICE, der tatsächlich dann in Frankreich fährt. Der fährt dann nach Paris. Der hat dann hier links, glaube ich, noch so einen Kasten drauf mit den entsprechend französischen Sicherungssystemen. Gibt es im TSW nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. So, wir müssen auf jeden Fall runter auf die 120. Stellen die AFB auf 120. Ja, passt. Signale sind grün. Und das ist die Ankündigung auf 100 gewesen. Auf 110. Gelten ab hier. Die Lackierung ist übrigens aus dem Railsim-Forum. Ich weiß leider nicht mehr von wem.
Aber der Link in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den Download überhaupt noch gibt. Im Tunnel hier auch nicht schlecht. Sehr schön, hier so einmal in der Kurve. Dann haben wir hier vorne, ab da gelten dann die 160. Nehmen wir die Leistung zurück und die AFB einmal auf die 160 hoch. Und jetzt beschleunigen wir. Also wenn man ganz rauszoomt, hat man so ein bisschen das Gefühl, als sei man in so einem Spaceship, oder? Da oben die Sonne. Unser Stern. In unserem Sonnensystem. Im Grunde genommen eine atomare Massenexplosion von unvorstellbarem Ausmaß. So ein Stern. Kann man sich mal ein bisschen näher mit befassen. Das ist unglaublich spannend, was da so vor sich geht im Weltall. Kann ich absolut jedem empfehlen. Ich kann zum Beispiel die Literatur von Stephen Hawking absolut jedem wärmstens ans Herz legen. Unter anderem Stephen Hawkings Eine kurze Geschichte der Zeit und kurze Antworten auf große Fragen. Beides zwei unglaublich gut geschriebene Bücher. Letzteres ist im Grunde genommen posthum noch erschienen. Das war dann kurz nach Stephen Hawkings Tod. Wurde es dann noch fertiggestellt und dann veröffentlicht und es beinhaltet einige unglaublich spannende und wirklich die neuesten Erkenntnisse der Kosmologie. Und ich kann es nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, dem seien diese Bücher angeraten. Aber darum soll es nicht weitergehen. Hier geht es nicht um Kosmologie, sondern um Eisenbahn. Übrigens Kosmologie nicht zu verwechseln mit Astrologie. Astrologie ist nämlich Schwachsinn. Also schön wäre ja schon so dynamisches Wetter, oder? Wenn die Wolken sich hier so ein bisschen verändern würden in ihren Formationen und dann hier es auf einmal regnen würde, vielleicht sogar anfangen würde zu gewittern richtig. Das wäre schon nicht schlecht, oder? Das wäre schon nicht schlecht. Wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann. Wer weiß. So, irgendwann müsste jetzt, glaube ich, die AFB, die LZB einsetzen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann meldet sie sich bei uns. Und dann können wir im Grunde genommen entspannt uns zurücklehnen und eigentlich nur noch die SIFA benutzen. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht auf rote Signale treffen werden. Das ist übrigens eine Fahrplanfahrt im New Journeys Timetable. Interessant. Ich
Ich wusste gar nicht, dass diese kleineren Flugzeugmodelle auch im TSW drin sind. Ich habe jetzt immer nur diese großen Flugzeuge im Kopf gehabt, die man über Köln Hauptbahnhof sieht, aber das war jetzt mal ja mehr so ein Sportflugzeug. Was auch immer daran Sport sein soll, weiß ich nicht, aber die werden ja häufig, glaube ich, so genannt, diese etwas kleineren Flieger. War mir nicht bewusst, dass es auch diese Modelle im TSW gibt. Interessant auf jeden Fall. Ja, und dann, man sollte meinen, nach über einem Jahr Erfahrung mit und im TSW hat man schon alles gesehen auf der Strecke Köln-Aachen, aber das stimmt gar nicht. Ich zumindest nicht. Hat natürlich kein Geräusch gemacht, aber naja, gut. Es ist okay. Signal ist weiterhin grün, das Vorsignal. Da ist die LZB, das bedeutet, wir packen den Fahrhebel und den AFB-Hebel komplett nach vorne. Was bedeutet, dass die LZB uns jetzt automatisch abbremsen und beschleunigen wird, je nachdem, welche Geschwindigkeit freigegeben ist. Und wir kümmern uns jetzt vornehmlich erstmal nur um die SIFA. Die habe ich jetzt eingelassen, weil sonst wird es ein bisschen zu langweilig, wenn man ja gar nichts macht, sondern einfach nur guckt. Natürlich müssen wir wachsam sein, das ist gar keine Frage. Immer wachsam, wie ein gewisser Professor Mad-Eye Moody mal gesagt hat, immer wachsam. Und links der Gegenzug in Richtung Brüssel. So, 200 sind freigegeben. Jetzt hier im Grunde genommen schon auf Intercity-Reisegeschwindigkeit. Das ist ja die Höchstgeschwindigkeit für die Intercities. Mal abgesehen vom Metropolitan. Der darf ja noch ein bisschen schneller. Der darf, glaube ich, 220 fahren. Da sind ja die Wagen und die 101er-Loks dafür ausgelegt für 220. Es müssten, glaube ich, 4 Loks sein, ne? Ja, die Metropolitan Loks. Ich glaube, die Loks an sich sind noch im Betrieb, aber der Metropolitan selbst als Zuggarnitur leider nicht mehr. Was natürlich sehr schade ist, aber ja. So ist das halt leider. So, halt zu erwarten in über 10 Kilometern. Aber bis dahin können wir noch erstmal hoch auf die 250. Ach ja, da habe ich. Da ist wieder dieses fliegende Stück Straße. Keine Ahnung, wo das ehrlicherweise herkommt. Hat das irgendjemand von euch auch? Oder bin nur ich es, der das hat? Ich habe letztens sogar vor gar nicht allzu langer Zeit eine Steam-Überprüfung drüber laufen lassen. Heißt also, eigentlich hätten da auch solche Fehler eventuell. Ja, schon halt dann. Also, die hätten da eigentlich wieder verschwinden sollen. Deshalb frage ich mich, ob das auch andere haben oder hab das nur ich? Es kann sein, kann natürlich sein, dass das an irgendeiner Mod liegt. Sowas ist nie auszuschließen. Dass es irgendwann mal irgendein Update gab und dann irgendeine Mod irgendwas dann zerschießt. Wirklich. Das ist halt immer die Gefahr mit den Mods. Aber das gehört halt eben dazu.
dafür sind halt Mods definitiv ein Faktor, die den Spielspaß um einiges erhöhen. Ich glaube, ich hätte schon vor langer Zeit, ja, vielleicht nicht aufgehört, aber mein Interesse wäre deutlich zurückgegangen, wenn ich TSW ohne Mods spielen müsste. Also so auf der Konsole. Da weiß ich nicht, ob ich da so sehr noch Interesse dran gehabt hätte, denn es gibt ja schon einige wirklich unglaublich gute Mods. Wahnsinn, diese Geschwindigkeiten, 250. Verrückt. Es gibt Berichte von, ja, im Grunde genommen von der Anfangszeit der Eisenbahn. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob diese Berichte aus den USA waren oder aus Frankreich. Aber auf jeden Fall fuhren halt damals die Züge, ja, so Pi mal Daumen, glaube ich, so eine Geschwindigkeit von 20 km/h oder so geschafft. Also auch nicht besonders viel. Aber eben auf jeden Fall viel, viel schneller, als man zu Fuß unterwegs ist. Und die Eisenbahn gab es ja auch lange vor dem Automobil. So, und dann gibt es halt so Berichte von den ersten Passagieren, die in diesen Zügen mitgefahren sind. Und die haben dann erzählt, wie ihnen schwindelig wurde, dass die Landschaft an ihnen nahezu vorbeigeflogen ist und sie hatten Angst um ihr Leben und dieser Geschwindigkeitsrausch. Und das waren nur wirklich 20 km/h maximal. Und wir sind gerade einfach mit der, ja, 10-fachen, 13-, 14-fachen Geschwindigkeit unterwegs. Also auf jeden Fall faszinierend, die Technik, wie sie sich da weiterentwickelt hat. Innerhalb von 150 Jahren. Also es ist wirklich verrückt, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel Technik und wie viel Wissen wir dazu gewonnen haben in den letzten 100 Jahren. Das ist kaum zu begreifen. Es steigt ja auch expansiv, nicht expansiv, sondern exponentiell. Also auch expansiv, aber halt eben vor allen Dingen exponentiell unser Wissen und unsere Technik. Und das ist natürlich verrückt. Exponentiell heißt, dass sich im Grunde genommen unser Wissen innerhalb eines bestimmten Zeitraums verdoppelt. Innerhalb des gleichen Zeitraums, also innerhalb, weiß ich nicht, eines Jahres verdoppelt sich unser Wissen. Das bedeutet also, dass unser Wissen immer schneller ansteigt und das ist eben eine exponentielle Kurve. Aber das kennen auch vielleicht viele aus der Pandemie mit exponentiellen Kurven. Und viele Menschen haben auch, glaube ich, nicht verstanden, was ein exponentielles Wachstum eigentlich bedeutet. Ist ja auch egal, hier links eine 187 mit Baumstämmen unterwegs. So, Gefahrenleuchtmelder ist auf jeden Fall an. Gefahrenleuchtmelder ist wieder aus. Gefahrenleuchtmelder ist wieder an. Noch 7,2 Kilometer, bis wir auf einen Halt treffen. Und dabei haben wir noch 13 Kilometer bis nach Köln. Also mal schauen, was da auf uns zukommt. Wisst ihr, was natürlich toll ist? Dass man jetzt hier sich so ein bisschen die Bewölkung vielleicht größer einstellt. Jetzt könnte man sagen, oh, es fängt an zu regnen. Das wollen wir aber nicht. Also sagen wir kein Regen. Mal ganz kurz hier wegwischen. Na? So. So, ich LZB Ende ist eigentlich ganz kurz vor Köln Hauptbahnhof, das weiß ich noch. Insofern
Darum müssten wir uns theoretisch eigentlich keine Sorgen machen, zumindest jetzt noch nicht. So, jetzt beschleunigen wir wieder. So ein bisschen ehrlicherweise fehlt mir gerade das Geräusch bzw. die Soundkulisse von unseren Motoren. Irgendwie gerade ein bisschen weggeploppt. Weiß auch nicht, wo die hin sind. Wenn ich vielleicht weit mit der Kamera rausfliege und dann wieder in den Führerstand rein, kann es sein, dass die Geräusche wieder da sind, aber irgendwie, nee. So, das sieht aus wie ein Halt zu erwarten. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal die LZB alleine uns runterbremsen und gucken, ob sie das hinbekommt, ohne uns über das rote Signal zu schießen. Ja, die Performance wird hier wieder ein bisschen hakeliger. Wie gesagt, das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich an meinen Einstellungen, da die weit über dem hinaus sind, was eigentlich standardmäßig eingestellt ist im TSW. Ja, ich merke, ich glaube, ich muss da so ein bisschen wieder was zurücknehmen. Ja, doch, das gefällt mir tatsächlich nicht mehr. Da, jetzt sind die Motorengeräusche wieder da. Sehr gut. Ja, also, nee, das mit den Einstellungen, das bitte ich zu entschuldigen. Das gefällt mir nicht. Da muss ich doch noch mal ein bisschen was dran rumschrauben. Das ist nämlich viel zu hakelig. Das ist auch viel hakeliger als sonst. Also, wer sich das nicht angucken möchte, das ist absolut nachvollziehbar. Ich würde mir das auch nicht weiter angucken. Was ich mir auch nicht weiter angucken will, ist diese Nicht-Zickzack-Oberleitung. Die geht nämlich mehr oder weniger genau gerade runter. Das ist aber bei anderen Teilen der Strecke nicht so. Das ist schon stark abschnittsabhängig, ne? Das ist nicht unbedingt streckenabhängig, sondern auch, das ist jeweils vom Abschnitt, in dem man sich auf der Strecke befindet, abhängig, ob da jetzt Zickzack-Oberleitung verbaut ist oder nicht. Also so ein kleines bisschen inkonsistent. Nee, also, ach nee, das gefällt mir nicht von der Performance. Das gefällt mir überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Nee, das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. So, auf wen oder was warten wir denn eigentlich? Vor allen Dingen hier vorne ist ja nichts, sondern erst da hinten, wo der Hauptbahnhof ist ja richtig erst was los. Und wenn das hier schon so hakt. Nee. Gut, also wie gesagt, wer sich das weiter angucken möchte, sehr gerne. Aber es ist auch absolut nachvollziehbar, wer das nicht machen wollen würde.
So halt zu erwarten mit verkürztem Bremsabstand. Müssen wir jetzt nicht bestätigen, weil wir in der LZB sind. Kleine Parallelfahrt. Okay, aber die geht nicht weit, weil die endet dann hier wieder, weil die S-Bahn natürlich hier anhält. Ja, aber jetzt geht's wieder ein bisschen mit der Performance, ne? Ja, jetzt sind wir auch wieder bei den R40, das ist okay. Aber mal schauen, wie lange das gut geht. So, LZB-Ende bestätigt. Hier sind es dann 70. So, die LZB muss eigentlich jeden Moment sich verabschieden. Ich glaube, kurz hinter der Brücke mit diesem komischen Lichtbug, wo es dann plötzlich dunkel wird. Doch nicht. Ja, ist wohl gefixt. Tatsache. Hier links das Betriebswerk. Ganz viele Intercity-Wagen. ICE ist da auch noch. Hunderteinser mit 363. Hier ist natürlich viel los. Okay, also die S-Bahn hier rechts wartet, glaube ich, auf uns. Wir fahren. Wo fahren wir in diesem? Okay. Ich bin jetzt mit Befehl 40 gerade dran vorbeigefahren. Ich wusste jetzt nicht, dass. Oh, wir sind viel zu schnell. Wir sind zu schnell. Sehr schön, nur 101 fährt er gerade ein. Ja, also Kölner Bahnhof sieht schon eher so aus, ne? Und dann halten wir hier vorne am Bahnsteig. Gut, das war eine gute Fahrt, aber eine etwas hakelige, ne? Also performance-technisch hakelig. Man sieht es auch hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.